Ach, wisst ihr davon noch gar nicht. Ich wuchs einst auch in Al-Anfas-Straßen auf. Wunderschön, müsst ihr wissen. Ich war gerade einmal 13, da hatte ich meine erste eigene Gemeinschaft gegründet. Wir waren so wunderbar, so gefährlich, ehrlich gesagt, aber es hatte etwas. Dieses Blut jeden Tag, dieser Kampf ums Überleben, manchmal vermisse ich es noch heute. Wahrlich, komm, ehrlich. Glaub bloß nicht, Carino, dass ihr aus der Nummer ohne eine Antwort rauskommt. Ich? Ohne eine Antwort? Also wirklich, ihr seid also interessiert. Sehr schön. Seid doch ehrlich, Carino, alles, was nicht wegläuft. Nun, und das meiste von dem, das wegläuft. Meine Familie ist bekannt dafür, dass wir sehr freizügig sind mit Raya. Nun, ich habe natürlich auch in der Schwarzen Perle des Öfteren den Tempel besucht. Meine kleine Schwester, müsst ihr wissen, ist... Ihr wollt es nicht so genau wissen. Spart euch den Fall. Macht einfach eurer Schwester? Das hätte ich noch nicht so gedacht, Kiaras. Sie ist noch jung. Sie wurde noch nicht eingeführt. Sie ist um Himmels Willen, auch das wollt ihr nicht wissen. Was erzählt ihr dort? Ich blicke mal in Richtung der Türen, ob hier gleich irgendein Gänseritter reinkommt, der uns alle mitnimmt. Aber meine erste große Liebschaft, es muss wohl gewesen sein, als sie zum ersten Mal... als Kapitän zur See gestochen bin. Ich habe eine bunte Mannschaft aus sehr verrückten Leuten angeheuert. Nun, es war sehr lustig, aber vor allem war da eine Magierin. Eine Magierin? Eine Magierin. Ich sah die Ohren laufen rosa an und sie rückt ein Stück weg. Und sie war... Ja, das ist ja wieder Platz für Jalan zwischen den Beinen. Genau. Ja, Jalan rückt sofort wieder auf und Isaruns Kopf wird immer röter und röter. Dann erzählt mal von eurer Magierin. So. Erzählt mir, was so, konnte sie denn? Pur und weiß wie die Leute hier. Sie war ein wenig verschlagen, da würde ich fast behaupten. Fexischer. So könnte man sagen, genau. Ich habe sie kennengelernt, als ich angelegt habe in Mirham. Von der Golembauer-Akademie kam sie. Hat auch ein wenig hantiert mit den dunklen Künsten, aber nichts in meiner Gegenwart zum Glück. Ihr und eure wilden Jahre, ihr und eure wilden Jahre. Ja, nun... um es ein wenig kurz zu halten. Wir haben die Strände des ganzen Südens unsicher gemacht. Eine Piratengeschichte, wirklich? Natürlich. Ich habe in Sylla die berüchtigsten und berühmtesten Piraten getroffen. Darunter auch einige, die mir nicht ganz so behagten. Doch auch andere, mit denen ich kurzzeitig tatsächlich auf einer Seite stand. Ich stelle es mir gerade vor, ihr auf einem Schiff, einem Magier an eurer Seite. Ständig den Piraten auf den Fersen. Wunderbar. Oh ja. Nun, da war dieses eine Mal, da wurden wir gar gefangen genommen von Piraten. Also wirklich eine sehr schreckliche Geschichte. Wir waren eingesperrt, allesamt unten im untersten Deck. Doch, sie hatten vergessen, dass wir eine Magierin dabei hatten. Wir konnten uns befreien und haben uns aus dem Inneren des Schiffes hinaufgearbeitet. Die gesamte feindliche Crew besiegt, das Schiff für uns genommen. Oh, da geht mir mein chorgefälliges Herz auf, wenn ich so eine Geschichte von Tod und Zerstörung höre. Fast wäre es nach hinten losgegangen. Sie waren uns mindestens 3-1 in der Überzahl. 4-1. Ein Schiff aus der Schwarzen Armada. Ach, eine wundervolle Galeasse kam uns zu Hilfe. Ich habe gerade meinen Kopf erhoben über das Deck. Da sah ich sie ankommen, die Galeonsfigur in die Seite des Piratenschiffs gerammt. Und die wundervolle alanfanische Armee, wie sie über die Piraten hergefallen ist. Ah, wäre ich doch nur an diesem Tag dabei gewesen. Ja, tatsächlich, das Überraschendste war, dass es meine Base Alessandra war, die mir an dem Tag das Leben gerettet hat.
Tatsächlich. Ach, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß noch viel zu wenig über euch alle. Meine erste Liebe war Hesinia. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Bis hier in Betana mussten wir einmal wöchentlich zu einer bestimmten Übung antreten. Ein Ignisfero. Nun ja. Dieser hat Konsequenzen für Leib und Leben. Und nach der Übung taten wir uns immer zusammen und pflegten unsere Wunden. Dann eines Nachts geschah es. Wir vereinigten uns, wie Raya es vorsah, bei Weiden, deiner Mondnacht. Es war magisch, könnte man sagen. Magisch. Wartet mal, in Betana ist Wein erlaubt für die Scholaren? Natürlich. Garin etwa nicht? Selbstverständlich nicht. Was seid ihr für Barbaren? Also, Wein gehört zum Leben. Ach was, die Rekruten brauchen Wasser und nichts sonst. Ach, jetzt verstehe ich es, warum ihr so manchmal so seid, wie ihr seid. Nun, bei uns in der Heimat, unsere Schiffsmagier haben wir abgefüllt mit Rum. Seht ihr? Ach, die haben doch alles gesoffen, was sie nicht gewehrt hat. Und das sowieso. Es kommen so schöne Erinnerungen hoch. Wobei die peinlichste Erinnerung eine Liebschaft, die ich im Port Korrat hatte. Nun, an dem Tag habe ich gelernt, dass ich vielleicht nicht zu viel trinken soll. Bin ich doch am nächsten Morgen neben einer Unbekannten aufgewacht. Zu peinlich, dass ihr Vater ein Travia-Geweihter war und mich dann verheiraten wollte. Wollte gerade sagen, Travia weint um euch. Ja, ich habe seitdem sehr viel Travia gegenüber gebüßt. Es war zum Glück meine werte Magier-Freundin, die mich dann gerettet hat und mir die Ohren lang gezogen hat. Ja, Lano, erzähl doch mal, was war ihr erstes Mal? Mit Mann oder mit Frau? Um Himmels Willen, was für Fragen stellt ihr eigentlich? Naja, Berechtigte. Ja. Wir sind schon interessiert. Man munkelt ja so einiges über Tobria. Richtig. Dass sie euch wohl eher gar den Tieren zuwendet, wenn sich keine Dame findet. Frechheit. Oh, wer sagt das? Dem hau ich aufs Maul. Gerüchte. Naja, also sagt mir nicht, ich bin der Erste, der euch das so sagt. Ihr seid der Erste, der es mir so sagt und dafür nicht aufs Maul bekommt. Seht ihr, ich bin nicht der Erste, der das so sagt. Also, erzählt. War sie oder er so hässlich, dass ihr nichts davon erzählen wollt? Was ist tobrische Tradition? Wie tief muss man da ins Feld laufen? Tobrische Tradition ist, dass ich vermutlich enterbt werde, wenn ich euch die Geschichte erzähle, aber... Wir sind doch unter uns. Nun, wer will euch noch enterben? Außerdem habt ihr doch schon geerbt. Ja, das war der... Nun jedenfalls hatte mein Schwertvater eine Tochter, müsst ihr wissen. Die war zwar, zu dieser Zeit war ich noch, hatte ich gerade meine Knappschaft angetreten und mein Kurzschwert erhalten. Spart euch den Kommentar, ich sag zu Jara, spart euch den Kommentar. Ich grinse nur. Und sie war bereits 2 Jahre lang mit seinerseits ihrem Schwertvater auf Reisen, der im Übrigen der Baron von Schnattermoor war, müsst ihr wissen. Und wir waren in weiten Strachenstein. Und sie kamen eher zufällig dann vorbei, da sie auf dem Weg nach Weiden oben waren. Worauf wollte ich hinaus? Euer erstes Mal. Wann? Richtig. Wo? Wie oft? Beraten wir darüber mal den burungefälligen Mantel des Schweigens. Ihr seid aber sehr interessiert, Abelmir. Sagen wir jedenfalls nur, dass sie danach einen anderen Schwertvater bekamen. Ein richtiger Skandal, Jalan. Das hätte ich ja gar nicht vermutet. Eine andere Knappin. Und deshalb musstet ihr fliehen aus Tobrien? Nicht aus Tobrien, wie gesagt, das war ja in Weiden. Aus Weiden musstet ihr also fliehen? Nun ja, da oben ist eh nicht viel. Und mein Schwertvater ist leider dann einige Jahre später verstorben, aber bis heute bin ich bei seiner Witwe nicht gut gelitten im Haus. Und was wurde aus ihr? Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Wir sollten sie suchen. Vielleicht finden wir sie ja.
Bin mir sicher, wenn das Schicksal das eines Tages vorsieht, wird es sich so ergeben. Isarun, jetzt ihr. Wie jetzt ihr? Ich hab ihr euren Mann kennengelernt. Das sagte ich doch bereits an der Akademie. Ja, mein Verlobter übrigens. Und Details. Es geht um die Details. Was ein romantisches Treffen auf der Akademie. Seid ihr aufeinander zugesprintet im Felde oder wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr nebeneinander gesessen? An der Akademie hatten wir jedes Jahr so ein Kampfturnier, Schwertkampf, Stabkampf und sowas. Mhm. Naja, und der hatte eine sehr gute Schwertkampftechnik und dann hat er mich so richtig fertig gemacht und in den Sand gekloppt. Da war ich beeindruckt. Und dann, ja, dann hat sich das so entwickelt. Oh, ja. Isarun, ich wusste gar nicht, dass du es magst, dominiert zu werden. Nein, aber Kompetenz ist attraktiv. Ja gut, das kann ich bei einer Magierin sehr gut nachvollziehen. Ich kenne da so einige, da lässt jede Kompetenz vermissen. Nun seid nicht so hart zum Armen, Marvel, mir. Ich denke, er spricht nicht müssen. Von mir. Er hätte ihn heute sehen müssen. Eine Meisterleistung war das, wie er geblutet hat. Wunderschön. Ich dachte, am Anfang des Satzes dachte ich, er spricht jetzt davon, wie er den Drachen fortgeräumt hat. Aber gut. Ach ja, ja, das war auch schön. Andere Priorität. Aber aus allen Poren gleichzeitig. Er hat sich erhoben wie ein Engel. Aber ja, ich schweife ab. Geekelt. Entschuldigt, ich schweife ab. Ja, aber mir eine Romanze mit Chor. Nein. Ist da mal für euch drin? Nein. Isarun, könnt ihr auch so meditieren? Natürlich kann ich meditieren. Ich brauche mehr Magierfreunde. Das nächste Mal, wenn ihr meditiert, sagt Bescheid. Ich bringe euch in den Chortempel. Ihr werdet die Attraktion sein. Ganz bestimmt nicht. Ah, es war wunderbar. Wir haben zusammen Blut geopfert. Und so könnt ihr euch noch den Freuden der Reihe etwas weiter hingeben. Könnt euch weiter kennenlernen auf sehr intime Art und Weise, bis ihr dann sauber sind. Die Hände von Abelmir und Rafim werden dann natürlich noch ziemlich schnell schrumpeln, aber solange Feuer nachgelegt wird, könnt ihr immer noch den Zuber weiter nutzen, sodass ihr dann ja frisch gestriegelt, massiert, rasiert und mit sauberen Klamotten und einer ja, etwas größeren Spende dann wieder in Richtung der Villa Karinor ja, aufbrechen könnt, wo ihr euch dann wieder in die Betten legt und erholsam regenerieren. Dann könnt ihr euch erholen, regenerieren. Abelmir bekommt einen sehr ausgiebigen Schlaf, sodass seine Wunden nachheilen und natürlich auch der Sternenkraftfluss, der sich wieder aufbessert, ebenso wie bei Isarun. Dann schreiben wir den nächsten Tag. Es ist ein Praios-Tag. Der erste Praios-Tag im Ingrim 1027 nach Bosporans Fall. Und, meine Herrschaften, ich hoffe, ihr habt alle gut geruht. Hervorragend. Es gibt noch einiges zu tun für uns. Ausgezeichnet, muss ich sagen, ausgezeichnet. Sagt, was steht an? Und zunächst werden wir uns wohl in die Südstadt begeben, den Praios-Tempel der Gerechtigkeit und den Bandstrahlerturm aufsuchen. Und etwas Glück finden wir dabei eine weitere dieser Statuen. Und dann, wenn uns keine Ideen mehr einfallen, wo wir noch Statuen hernehmen, werden wir uns wohl die Noralexakrane vorknüpfen. Ich hoffe, wir kommen durch, aber was auch immer uns interessiert, dürfte wohl darunter liegen. Im schlimmsten Falle müssen wir durch die Kanalisation. Also gut. Und dann werden wir wohl, sobald wir ein vollständiges Bild der Lage haben, sowohl die Praios-Kirche als auch den Rat der Helden über die Lage informieren müssen. Klingt sehr vernünftig. Dann lass uns endlich aufbrechen. Wir verschwenden Tageslicht. Nun dann los. Soll ich den Vorschlag einmal mitnehmen? Besser ist. Besser noch einen zweiten. Ich nehme den Vorschlag einmal mit. Ach, und wenn jemand Albrax sieht, sagt Bescheid. Wir müssen ihm noch ein oder zwei Fragen zur Statik stellen. So heißt es, ihr Rollen, richtig? Statik. Exakt. Ja. Könnt ihr nochmal erläutern, was Statik genau bedeutet? Nun, das bedeutet, die Standhaftigkeit des Gebäudes, die muss exakt berechnet werden. Die Kunst, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt.
Finde ich dumm. So könnte man es auch nennen. Machen wir so. Dann lass uns doch erstmal hier deinen. Was willst du dir zuerst angucken? Deinen Bannstrahlerturm oder den Preios-Tempel? Ich denke zuerst den Preios-Tempel. Ich weiß nicht, ob wir im Bannstrahlerturm etwas finden, aber ich suche dort nach einigen Dingen. Ja? Vornehmlich Bannstaub, um ehrlich zu sein. Haben wir keinen mehr? Nicht seit wir auf der Feste waren. Ja. Und in der Preios-Kirche, also verzeiht, in der Stadt des Lichts war ebenfalls nichts zu bekommen. Na dann? Ja, der Ritter Danos von Luring erholt sich selbstverständlich auch noch etwas von seinen Wunden, die er auf dem Friedhof beibekommen hat. Ja, wünscht euch noch schöne Grüße und viel Erfolg, wenn ihr dann aufbrecht. Ist dann natürlich immer noch in guter Verpflegung von den Dienern, die hier die Karinos stellen. Und so brecht ihr auf in Richtung Süden. Direkt an der alten Residenz vorbei, korrekt? Ja. Dann könnt ihr beim Preios-Tempel der Gerechtigkeit eintreffen, der verschüttet ist. Ihr könnt allerdings auch schon sehen, wie hier mit Stützbalken gearbeitet worden ist und ein großes schwarzes Loch klafft. Ja, der Tempel weggebrochen, eingebrochen, kannst du noch das goldene Fundament sehen, was da wohl auch angekratzt wurde. Also mit sehr groben Stäben wurde da das Gold runtergeschabt, viele, viele Krümel, die da noch liegen und Goldsplitter, die man dann einfach ja nicht mehr benutzt hat. Es ist einfach eine unglaubliche Tempelschändung und ja, ein großes schwarzes Loch, was dann den Eingang weist. Trefelei. Seht euch das mal an. Ja, nichts. Und schön trifft es auf jeden Fall. Nun gut, wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und den Tempel wieder aufbauen. Ja, schauen wir doch einmal, wo wir hier anfangen können. Ja, wenn ihr dann hineingeht, könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Ja, dann hat ihr ja viele Monate schon drin gelehrt und gelernt. Ja, an den verschiedenen Greifenfresken vorbei, meist irgendwelche Heiligenfiguren, die dann auch kaputt zerschlagen sind. Ob das durch einstürzende Balken, Trümmer geschah oder durch nachträgliches Frevlertum, bist du dir nicht ganz sicher. Die Bruchstücke liegen zumindest immer noch daneben. Einige Schlachtgemälde, die du sehen kannst. Pulverisierte Kelche, die einfach zerdrückt sind. Und man hat da wohl auch versucht, die Balken wieder anzuheben, aber sind aber hoffnungslos kaputt. Einige Gemälde, die da wohl ebenso zerstört sind, kannst du dann in Richtung der Speisesaale gehen oder der Waffenkammern der Sakristei und dort gibt es wenig. Also du siehst noch vereinzelt irgendwelche Gegenstände rumliegen, aber nichts, was wirklich aus Gold ist. Ihr könnt euch dann nur den hängenden Decken dann entlang pirschen, mal drüber, mal drunter und dann steht er in der Sakristei. Hier gibt es eine Treppe, eine Wendeltreppe, die nach unten führt in die Katakomben. Es gibt wohl von hier aus auch einen Verbindungsgang zum Bannstrahlerturm. Ach, wenn die Leute nur so viel Mühe aufbringen würden, um etwas Produktives zu tun. Das schütze uns. Ja. Wartet, lasst mich erstmal gucken, ob diese Treppe uns überträgt. Geh mal hin und schau mir die Treppe mal genauer an. Ja, du bist dir sicher, dass die. Ja, deutest auf zwei, drei verschiedene Steine, die da wohl locker nach oben gekippt sind, sodass sie dann wohl also auf der hinteren Seite dann nur noch hängen. Also wenn man da drauf tritt, da solltest du dann überspringen. Kannst dann den ersten Gang antreten und die Gruppe sorgsam nach unten führen. Unter Rafim knatscht und quietscht sie auch. Beziehungsweise rieselt weiterer Staub runter. Dann könnt ihr unten in der Sakristei stehen. Hier gibt es einige Särge, die in die Wand eingelassen sind, irgendwelche ehemaligen Bannstrahler, die hier beigesetzt worden sind, oder Prioten, also irgendwas Sonnengefälliges, möchte ich sagen.
Und wenn ihr weiter vorangeht, orientiert euch so ein bisschen am Luftzug und dann verschiedene Türen nochmal aufmachen, irgendwelche Lagerräume, irgendwelche alten Rüstungen, die hier noch liegen, Kettenhemden, eine alte Werkstatt, alles sehr verlassen, nicht unbedingt alles geplündert, aber wenn ihr dann weiter vorangeht, könnt ihr in eine größere Halle gehen, wo ihr in der Mitte tatsächlich jetzt auch eine Statue erkennen könnt, und zwar die eines Heiligen. Der Richter. Nun, wir haben wohl den heiligen Eboreus gefunden. Ich weiß nicht, ob ich froh oder enttäuscht sein soll. Diese Dinger scheinen wohl überall zu sein. Zu welchem Zweck auch immer dieser Dämonenkult, die hier Märtyrer anspannen will, so sind sie noch immer Heilige der Stadt. Sind sie das? Das frage ich mich auch inzwischen. Lasst euch von diesem, wie hat er sich genannt, den Paladin von Grangor zu viele Zweifel einflüstern. Wer recht und stark im Glauben ist, über den halten die Götter ihre schützende Hand. Dennoch sind Zweifel angebracht, ob die Leute, die angebetet werden, überhaupt Heilige sind. Wären sie es nicht, wäre Gareth über 1000 Jahre belogen worden, genau. Richtig. Und ihr glaubt doch nicht, dass Paras heilige Stadt sich so einfach und so lange belügen lässt. Wir sind gerade unter einem Praios-Tempel. Da hat er nicht Unrecht. Ich hatte niemand um eure Meinung gebeten. Im Gegensatz zu der Statue im Garten der Karinors hat dieser Mann nicht nur, ja, nicht zwei Gesichter, sondern eins. Er hat seinen Mund leicht geöffnet. Ihr könnt sehen, an der Stelle, wo normalerweise seine Zunge wäre, die fehlt, ist wohl herausgeschnitten, könnt ihr ein goldenes Kettenglied finden. Müsstet da dann allerdings den Unterkiefer für abbrechen, damit ihr da herankommt, oder die, ja, die Zähne herausschlagen. Also auf alle Fälle müsst ihr den Unterkiefer stark beschädigen. Machen wir gleich die ganze Statue kaputt. Weiß nicht. Sind in der Praios-Sakristei. Es fühlt sich wie ein Frevel an, diese Statue zu beschädigen. Die Statue ist der Frevel. Nur weil sie von diesem Kult für ihren Zweck eingespannt wurde, heißt es nicht, dass sie keinen Heiligen abbildet. Ein Heiligen, der, so wie die anderen Heiligen, einen Körperteil zu wenig hat. Und dieses Kettenglied auch noch an sich hat. Ihr könnt davon ausgehen, dass das nichts Heiliges ist. Und vor allem versteckt ist in einem Bereich, wo scheinbar auch Priester-Kaiser-Statuen gefunden wurde. Ich suche mal den Sockel ab. Gibt es da eine Jahreszahl oder ist irgendwo HVS eingraviert? HVS wirst du. Nee, wirst du nicht eingraviert finden, nein. Es gibt allerdings eine andere Markierung: Grimwulf Steinhauer. Grimwulf Steinhauer. Kennt jemand den Namen? Nein. Hört sich sehr garetisch an. In der Tat. Vielleicht der Steinmetz. Wahrscheinlich sogar. Vor allem nicht. Heliodane von Streitzig. Na los, Rafim, hau dieses Ding in Stücke. Wartet. Auf was wollt ihr noch warten? Darauf keine ewige Verdammnis zu riskieren, aber wir, ohne Richters Wissen, einen Tempelschatz zerstört haben. Wartet ihr auf einen Fingerzeig Praios, der euch sagt, was ihr tun sollt, was ihr nicht tun sollt? Und dann haltet euer Gebet. Ich denke, so viel Zeit haben wir. Wir schauen uns unterdessen noch ein wenig um im Rest dieses geheimen Bunkers. Also die an. Nachforschungen, anzüglich von Wehrheim nachzufolge, war die Architektin nicht unbedingt die Erschafferin, also nicht unbedingt die Bildhauerin dieser Werke. Sie hat sie wohl geplant. Möglicherweise ist ja dieses die ausführende Hand gewesen, dieser Grimwulf Steinhauer. Klingt auf jeden Fall nach einem Mann, der Stein bearbeitet. Also machen wir die jetzt kaputt oder nicht? Lasst Jalan sein Gebet sprechen. Wohin dieser Tunnel wohl führt, führt nach Südwesten, oder?
Schauen wir einmal. Pass auf, dass ihr nicht abstürzt. Das sieht hier alles nicht mehr so stabil aus. Ich lasse mich vor der Statue zum Gebet nieder. Ares Invictus, ewige Sonne, allsehender, allweiser. Teile einen Funken deines göttlichen Wissens mit mir. Da ich keine passende Liturgie habe, kann ich es leider nicht kommen unterstützen. Ja, ihr seid in einem Keller. Du wirst keinen Sonnenschein oder so etwas finden. Gibt auch keine Eingebung, keine Spontane, die dir kommt. Du fühlst dich an dieser Statue sehr allein und verlassen. Dann denke ich sehr lange über die lange Kette von Verfehlungen nach, die natürlich auf jedem lastet, und ob diese eine jetzt hinzuzufügen wirklich noch etwas ausmacht. Dann schauen wir mal, was die anderen so finden. Ja, wenn ihr dem Wind weiter folgt oder den Katakomben, den Gewölben, könnt ihr an eine Treppe kommen nach einiger Zeit, die nach oben führt. Und wenn ihr die vorsichtig beseht, aber mir kann da wieder mit seinem prüfenden Blick einmal betasten, könnt ihr von oben eine krächzige alte Stimme hören. Sei jemand. Du hast gehört. Nein, hier ist niemand. Sieht liegend. Dreckschweine. Auf ihm, geh vor. Was? Junge, du musst lauter sprechen, ich stehe nur hier bei der Statue. Geh vor. Du sollst nach vorne gehen. Auf ihm, drückt dir den Hammer in die Hand. Ihr könnt mich alle mal so am Arsch lecken. Ich wollte doch nur die Statue kaputt machen, die schöne Statue kaputt machen. Ja, ich geh mal vor. Ich will auch nachgucken, wer da geredet hat. Wehe, irgendwer macht die Statue kaputt, während ich nicht da bin. Also, was finde ich? Also, was sehe ich vor mir? Ja, wenn du die Treppen nach oben steigst und eine sehr kleine Tür öffnest aus Holz, wo du dich arg bücken musst und dann seitlich hindurchgehen musst, stehst du in einem Turm und siehst dort an den Ketten angebunden eine Kreatur in einer schwarzen Rüstung. Der Helm wurde abgenommen, du erkennst einen alten, weißbärtigen Mann, der dort angekettet worden ist. Schwarzer Ritter. Im Moment, wie Raffi mit der Tür stehen bleibt, sich an den Kopf reibt, 3-4 Mal schnipst. Wie hieß der nochmal? Genau, das ist der Schwarze Ritter. Der Schwarze Ritter ist hier. Moment, sind wir ganz bisschen in den Bannenstrahlturm hier gekommen durch den Tunnel? Würde mich nicht wundern. Komm mal rein. Ja, Rafim liegt mal seinen Schlagring an, man weiß ja nie. Gebt mir was zu trinken. Ihr elendigen Hunde. War das nicht einer von diesen Dämonenbündlern, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht? Ja, doch, das ist tatsächlich so. Klang fast so, als ob Galotta dort mit seiner Festung gelandet wäre. Zumindest gibt es seit Tagen keine Legionäre mehr, die hier nach unten kommen. Keine Bandstrahler. Oh ja, Galotta ist tatsächlich angekommen und hier gelandet. Tot, der Mann. Ja, wir haben ihn geköpft. Zerstört ist seine Festung. Und so gelandet ist er das falsche Wort. Abgestürzt trifft es wohl eher. Ja, genau. Es ist noch ein Trümmerhaufen. Lebt mein Sohn noch? Wer seid ihr überhaupt? Bruder Albert von Wertling. Mein Sohn. Sagt mir nichts. Muss mir das was sagen? Das ist doch bestimmt ein Wertling, euer Sohn, oder nicht? Selbstverständlich, Bruder Alf. Der Marschall der Mark. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Ludolf. Bringt ihn doch zu mir. Ich bin so schlecht mit mittelländischen Namen. Wenn er noch lebt, bringt ihn zu mir. Wozu? Für weitere Lügengeschichten, die ihr ihm erzählen wollt? Zu lügen. Bin unschuldig. Ihr habt ihn doch angelogen. Ein alter Mann. Was soll ich schon nicht tun? Einer von denen. Ist das jetzt wieder so jemand, auf den wir warten? Definitiv. Und ja, ich glaube, der war der Nächste auf dem Scheiterhaufen. Was könnt ihr aus einem Ketzermoor schon erzählen, was ihn interessieren würde?